Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde von... Nein! Darwin Project. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir schnetzeln uns wieder ein bisschen über die Insel. Oh, gerade einen wunderschönen Endfight gehabt. Ja. Ah, auf dem letzten Hit verloren. Ja, ich habe tatsächlich verloren. War ärgerlich, aber... Schöner Endfight. Er hatte keine Pfeile mehr. Er hat noch richtig gut kassiert. Hat leider den ersten Hit gelandet. Und... Dementsprechend hat er mit 150 AP gewonnen. Oh, das ärgert mich immer noch ein bisschen, aber das macht nichts. Ja, das passiert. Soll nicht, aber ist so. Wir gucken erstmal hier in die Hütte, wo unsere Kontrahenten sind, denn da ist auch noch eine Chest drin, die wir looten können. Vielleicht wäre eine Body Armor für uns? Na. Ne, ein Speeddrink. Was haben wir denn so? Ja, in der oberen rechten Zone sind einige Leute unterwegs. Ein Ledersessel fehlt uns noch für eine Body Armor. Wenn da drei Leute sind, ist das natürlich eher von Vorteil, jetzt nicht auf Boots und... Boots und Pfeile zu gehen. Hinter uns ist einmal Leder. Und da ist auch noch Leder drin. Schön. Dann können wir uns noch ein paar Boots holen. So, einmal Body Armor. Und ein paar Boots. Und dann schauen wir, dass wir noch ein bisschen Holz finden für Pfeile. Und Lagerfeuer. Natürlich sind die auch immer noch nicht verkehrt. Je nachdem, wann wir jetzt den ersten Fight finden. Alle haben jetzt ungefähr dieselbe, dasselbe Level an Wärme. Oh, schön. Wir haben, ach stimmt, wir haben einen Speed-Up-Ring gefunden. Wo willst du hin? Reh, bitte. Ist halt eine Chest, ja. Death by Lava, das ist natürlich unlucky as fuck. Ja, zwei Pfeile, sehr gut. Kann aber sehr gut sein, dass es halt auch jemand von den dreien da unten war. Wo wir jetzt auf dem Weg hin sind. Hier ist noch Leder. Okay, da möchte jemand unbedingt jemand entweder belohnen für den Fight eben gerade. Oder dafür sorgen, dass ich dorthin laufe. Ja, möchtest du, dass ich dahin gehe? Lieber Show Director, möchtest du, dass ich andere Menschen töte? Du bist ein ganz schöner Sadist. So. Auf jeden Fall erstmal das. Das. Und das. Ist hier ein Chest? In diesem Gebiet ist unglaublich viel Leder. Close, also na, sehr, sehr nah beieinander. Hier rüber. Ich gehe zum Electronic. Also ich fight auch da drum. Dachte er sich und merkte, dass er komplett falsch steht. Das ist gar nicht das, sondern das im nächsten Dorf ist. Hier ist einer in die Lava gefallen und der andere holt sich jetzt das Electronic. Unlucky. Ich dachte wirklich, das wäre das hier. Ich habe aber auch nicht auf die Karte geguckt. Hunting Boots. Mehrere. Ich habe kein Holz, das ist gefährlich. Komme ich hier rüber? Links ist noch eine Chest. Auf der Brücke und hier ist noch eine. Sind überall Chests, aber da oben kommt man auf jeden Fall nicht ran. Da muss man von oben runter droppen, um die zu kriegen. Aber die links auf der Chest. Oh, die ist so super gefährlich. Nee, die will ich nicht holen da. Dann ist er hier irgendwer in der Nähe. Und schießt mich in die Lava. Das ist. Dinge, die wir nicht wollen. Southeast Zone is now forbidden. Okay. Er schließt die Mitte. Will das Spiel da so ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einmal Holz. Denn da drüben hat sich jemand ein Lagerfeuer gecraftet.
und ist dementsprechend wärmetechnisch weitaus höher als ich. Hier oben am Tor könnte eine Chest liegen. Direkt daneben? Nein, ist heute mal keine da. Hier kann ich Leute tracken. Das ist ein bisschen ungünstig, weil wenn er hier oben war, ist natürlich auch wenig Loot noch vorhanden. Da drüben ist er. Asura? Da haben wir was. Ja. Wir machen erstmal Lager. Der Kollege buddelt sich hier ein bisschen ein. Ja, ein bisschen Angst. Asura Mara bekommt eine Heilungsdrohne? Wofür? Der ist doch nicht mal krank. Der wird nur ein bisschen gehandelt. Von mir halt. Ja? Ich bin unglaublich schnell, ne? Das ist so ein Witz. Mit dem Boot, wenn ich ihm anhante. Da geht sie die Rüstung flöten. Kälteschaden kassiert. Der kassiert immer noch Kälteschaden. Wo ist der Weide? Er kriegt nichts. Ja. Death by Snowball. Beste Warm-up-Drone ever. Er ist richtig weit gekommen, ne? Boah, ist das bitter. Da ist noch einer, 177. Guckt euch das an, wie weit der weg war, ne? Das ist ein fucking Scherz, ey. Geldeschaden ist schon ganz schön bitter. Einmal eine Smogbomb. Du siehst nichts mehr, du bist echt die ganze Zeit unterwegs. Was ich nicht verstanden habe, er war gut dabei. Er hätte definitiv, er hatte doch Holz. Obwohl, nee, das ist ja mein Fehler. Das Ganze ist ja auch... Wenn das, was er verbraucht hat, das bekomme ich ja auch. Fällt mir gerade so ein. Er geht mir ein bisschen auf den Senkel, der Kollege. Er ist so weit weg. Aber auch er ist nicht unaufhaltbar. Da ist die Maus jetzt ein bisschen zu niedrig für. Das war ja ein Nahkampf. Ein Nahkampfreh. Da bin ich irgendwie ein bisschen besser hinterher, hätte ich jetzt fast gesagt, als hinter meinem Target da oben. Ein paar Mal Holz. Okay. Das ist, also Manhunt ist das Beste, was mir gerade passieren kann, weil er ist permanent getrackt und ich habe permanenten Movement Speed. 500 noch was. Ich werde ihn hunten, weil ich habe noch keine Electronic. Und dementsprechend ist Greek vielleicht genau der Richtige dafür. So. Ich höre noch eine Chest. Das ist genau die Chest, die ich... Hat er sein Mikrofon an?
halt noch einer, ne? Das Ding ist, ich will das Manhunt haben, Mann. Aber es ist schon 50% abgelaufen. Ich habe keine Mobilität in dem Sinne. Okay, er ist weg. Aber er kann nicht weit laufen, also er kann sich nicht verstecken. In dem Sinne. Okay. Das Lagerfeuer ist von ihm. Es sind, glaube ich, einige unterwegs zu ihm. Er ist One-Hit. Oben rechts. Also ich höre die anderen, ne? Die hier auch auf der Jagd sind quasi. Ich habe kein Speed-Up oder so. Ich komme nicht ran. Überlebt das, ne? Okay. If you call, you can craft a fire. Ach komm, Alter, wirklich jetzt? Oh, das ist richtig assi. Ich bin unterkühlt. Und ich muss raus aus der Zone. Oh, die müssen sich jetzt an den Rand der anderen Zone stellen. So, ich bin safe. Ich werde das mal ganz kurz aus meinem Lagerfeuer craften. Und ich versuche das Elektronik zu snacken, damit ich wenigstens einen Rocket Jump habe. Ich hole mir noch den Ast hier. Wie viel sind wir noch? Wir sind zu dritt. Wir sind beide unten in der Zone gewesen. Das unfucking believable. Come on, guys, really? Not like this. You can die tomorrow. Unbelievable. GG. Ja, meine lieben Freunde, das war mal wieder eine Runde Darwins Project. Ich habe mein Bestes gegeben und die sind tatsächlich an der Nuke gestartet. Beide. Wenn jemand einen Nuke macht, ne, dann stellt ihr euch einfach an den Zone-Rand und geht auch einfach raus. Ihr müsst nicht in das letzte Feld gehen. Ihr könnt auch in eine Kältezone gehen. Wartet, bis die Nuke weg ist und geht dann wieder rein. Ja, meine Lieben, das war eine Runde Darwins Project. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. War natürlich ungünstig für mich da, dass ich da so kalt unterkühlt war und ich hatte nichts zum Escapen, deswegen bin ich dem Feind lieber aus dem Weg gegangen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beide sterben an der... wisst ihr, wie selten das ist, dass Leute an der Nuke sterben? Was ein Kampf. Schönes Ding. Bis dann.